Hallo, ja, da bin ich wieder, Doug Weyer. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe meines Nier Automata Let's Plays. Der siebte Part ist das jetzt im Genauen. Wir gehen jetzt mal zur Wüstenregion. Im letzten Part haben wir die Ressourcenwiederherstellungseinheit oder eine der großen Ressourcenwiederherstellungseinheiten zerstört. Und zwar jene mit dem netten Namen Fleischkiste. Und jetzt erledigen wir mal hier kurz noch eine der Nebenmissionen. Und dazu darf ich wieder in die Wüste oder in die Wüstenstadt. Ich ziehe das Ganze jetzt einfach hier durch. Egal wie viele schauen, da ich einfach gerade Lust dazu habe und das angefangen hatte und da dachte ich mir, ich beende das jetzt auch. Also ich mache das auch bis zum Schluss. Ist noch immer ein bisschen nervig, weil die Files recht groß sind. Ich lasse die ja immer so eine halbe Stunde ungefähr laufen, eine halbe Stunde mehr, mal weniger. Und wenn ich die dann über Magix berechnet habe und so, dann sind die jedes Mal so um die 4 bis 5 GB groß. Und das dauert ewig, die hochzuladen. Ich glaube, hier habe ich mich gerade verfranst beim Gebrabbel. Da komme ich gar nicht hoch. Blöd. Moment. Aber ich kann doch auch... Oder? Da hinten... Müsste ich da die Felsen hoch, aber... Ne, ich glaube, die Felsen komme ich jetzt auch nicht so einfach hoch. Moment. Oder geht's da hoch? Jo, da wandern wir über den heißen Wüstensand. Geht's auch nicht hoch. Woo, Surfing. Bisschen Beach Boys Musik fehlte. Na, wir rennen jetzt mal vorbei. Keine Lust zu kämpfen. Ich will eigentlich nur meinen kleinen Mini-Auftrag erfüllen. Alles schon gesehen, aber hier konnten wir hoch. Okay. Ja, da gehen wir auch mal ganz nah an der Wand entlang. Schnell überall vorbeigesurft. Wow, mittlerweile bin ich aber wirklich so ein bisschen kratzig, heiserig von dem ganzen Gebrabbel. Ist Neuland für mich. So, Let's Plays. Und das in meinem Alter. Those desert roses the twins wanted should be around here somewhere. Finding one in a place like this won't be easy. Why are those two engaged in such dangerous work anyway? Ja, weiß ich auch nicht. So. Und abwärts geht's. Dann nehmen wir auch noch mit. Wir können ja nicht alles liegen lassen. Ah, hallo. Euch habe ich gar nicht gesehen. Die Serious Sam Bomben sind wieder unterwegs. Thank you.
Jo, jo. Ich gehe mal da oben in die Ecke rein. Ah. Und oh, kommen neue. Treffer. Noch mehr. Es scheint hier eine never ending story zu werden. Boah, kommt schon wieder einer. Hallo? Heck, heck, heck. Sammeln. Boah. Ja, jetzt ist aber gut. Ich glaube, wir verziehen uns hier, oder? Das scheint irgendwie nicht aufzuhören. Wo ist der Ausgang? Kaboom. Ja. Ein bisschen kaputt machen tun wir danach. Wusch. Ja, wenn man einmal dabei ist, aber... Nee. Komm, Junge. Sind schon wieder die nächsten. Neue Stufe 54. Boah, Leute. Hey, komm weg hier. Da noch. Komm, da müssen wir hoch, ne? Da hinten. Na, komm, wir gehen. Klasse. Boah. Oh, ne, schien nicht aufzuhören. Ich glaube, da können wir Stunden verbringen. Es kommen immer mehr. Ich hätte direkt durchrennen sollen. Also kann man die Videos auch in die Länge sehen. Dann wird es natürlich auch eintönig. Oh. Scheiße. Das, was wir brauchen, liegt da auf dem Felsen. Oh, oh, oh. Und wo ist der Rest? Na. Ist er da unten unter uns? Ne, da ist nichts zu sehen. Nickes. Also. Ich und springen. Und da geht's ganz tief in den Schlund.
Hat geklappt. Sehr gut. So. Ne, das geht, glaube ich, nicht. Wow. Abwärts. Nee, da müssen wir rüber, ne? Boom. Sehr gut. So, und jetzt noch die anderen beiden, die müssen doch... Hä? Also wir müssen da rüber. Oh, super. Komm, ich erwisch dich. Haki, Haki, wo ist Haki? Auf die Kugel. Wumm, und geschafft. So, und jetzt darüber. Okay. Jo. Kiste. That's the last desert rose. Better get these back to Devola and Popola. Wieder. Naja. Wir sammeln erstmal hier ein. Haben wir schon genug Rosen? Okay. Aber. Da auf dem Felsen hat doch auch was geleuchtet. Was Spannendes? Na, Silbererz. Ist auch nicht so spannend. Da drüben ist auch noch was. Schaffen wir das? Oh, ja. Hoppala. Ja, Moment, müssen wir eben. So. Irgendwas hat mich gepiekst. Mücke oder so am Bein. Noch mehr Wüste. Eisenerz erhalten. Ah, Scheiße. Was ist das denn? Ah ja, ihr habt ja Zeit, ne? Oh. War nämlich gestern grillen. Und da fliegen immer die Mücken rum. So. Ich bin so total das Mückenopfer. Die lieben mein Blut und ich habe da manchmal mega Flatschen. Ach, keine Lust. Weiter, weiter, weiter. Oh, komm hinterher. Was machen die überhaupt in der Wüste? Der ganze Sand ist doch gar nicht gut für deren Motoren, oder? Vor Nier hatte ich noch, also war ich noch mit Fallout 4 so ein bisschen
beschäftigt. Das habe ich immer so geschillt gezockt. So wie ich eigentlich immer geschillt zocke. Und auch noch nicht zu Ende gespielt. Aber da hatte ich noch nicht angefangen mit Aufnehmen. Wie gesagt, es kam mir jetzt erst hier beim dritten Durchlauf von mir in den Sinn. Beziehungsweise hat mein Mädel gesagt, ich könnte das doch mal versuchen. Sie hätte gerne einen heißen Let's Player an ihrer Seite. Ja. Ach, hier sind wir, ja, stimmt. Ach. Die nächsten Spiele auf meinem Plan sind Red Redemption und natürlich Last of Us 2. Also Red Redemption 2 und Last of Us 2. Da bin ich sehr gespannt bei beiden Games. Und hier liegen habe ich noch God of War. Das wollte ich jetzt wohl auch mal filmen. Also mitschneiden, mal testen. Dumm. So. Ich habe vor kurzem auch noch ein paar Gameplays zu Conan Exiles gesehen. Muss ich mal schauen. Ich weiß nicht, ob mir solche Games liegen. Aber wirkt halt recht geschillt. Man kann da ja alles aufbauen und so, auch ganz alleine. Ich bin nicht so der Online-Gamer. Und wenn man das ganz alleine machen kann und geschillt da vor sich hinbauen kann, könnte das vielleicht auch genau das Richtige sein. Von daher muss ich da mal gucken. Und da ich eh ein Conan-Fan bin, jedenfalls vom alten Wüstenhose, ja. Also ich stehe ja auf den alten Conan mit Arnold Schwarzenegger, den ersten Teil, Lieblingsfilm und so. Those two sure draw some difficult assignments, huh? Hypothesis. Continued difficult assignments will eventually have a deleterious effect on the entire organization. Hmm. Maybe I should talk this over with Anemone. Ja, den Conan jedenfalls. Den habe ich bestimmt schon über 50 Mal gesehen. Baumsaft auch noch. Ja, machen wir. Wir helfen ja immer. Tut ja sonst niemand. Was brauchst du noch einmal? Baumsaft. Das ist schon okay. Wir kümmern uns dann selbst darum. Pod, search for regions where I might be able to obtain tree sap. Search already performed. Regions rich in tree sap marked on map. Hopefully this is enough sap. Popular.
Rasa Vrasai. Tja, auch Androiden können besoffen werden. Bla bla bla. So. Da war noch was. Da unten ist. Andenkensammlung. Waldfund, Waldburg, Fabrikeingang, versunkene Stadtküste. Ja. Wusch. Also so an Games, ich liebe ja Open World Games und zuletzt habe ich noch neben Fallout 4 habe ich vorher Witcher gesuchtet, Witcher 3 und inklusive der Add-ons und habe ich wirklich komplett durchgespielt, den Großteil, also ich glaube 80% aller Nebenmissionen und ab und zu hänge ich immer noch so in Witcher und spaziere einfach rum und guck, ob ich nicht noch die ein oder andere Nebenmission erfüllen kann. Ich glaube, ich habe sogar mehr Nebenmissionen, so um die 90%. Also jedenfalls werden mir da gar nicht mehr viele angezeigt. Und ich erforsche halt einfach noch die Gegend. Es ist schade, dass die Reihe eingestellt wurde. Hello. Hello. This is the Resource Recovery Unit. Ja, und da wären wir bei nächsten Ressourcenwiederherstellungseinheit. Die dürfen wir wohl auch, wenn wir hier die alle erledigt haben, von Feinden befreien. Something written here too. It reads Soul Box. Die Musik könnten sie ja ruhig machen hier im Fahrstuhl. Da sehen jetzt alle natürlich ziemlich gleich aus. Ich hoffe, uns erwarten nicht die gleichen Gegner, das wäre blöd. Das ist auch immer so ein Punkt an Games, was ich nicht so mag. Also hier bei Nier Automata haben wir es leider auch. Also wenn man an die Plätze zurückkommt, wo man schon war, dann stehen sie da wieder. Also wieder die gleichen Gegner wie vorher. Das finde ich immer ein bisschen ätzend. No enemies? Keine Feinde. Ja, ja, wer es glaubt, oder? Oder wird hier nur gehackt? Na. Oh, das war nix. Boah. Ich düs aber auch immer mitten rein. Thank you.
Die blauen Kugeln blockieren einen und die roten verletzen einen. So. Oh, Fahrstuhl kommt. Oh, I get it. Hey, cool. I have to break the system protection before I can reach the core. So that's how it works. Wenn ich hier nochmal ein, zwei Kisten hacken muss, dann ist das okay. Also ich habe jetzt keine Lust, hier nochmal nonstop Ewigkeiten rumzukloppen. Das ist eine normale Kiste. Maschinen Hacken zu verstehen, haben wir ein besonderes Geschenk für sie. Now they're just messing with us. Oh my! Look at all the machine life forms you've murdered. Such dogged persistence is worthy of a da ist die Maschine, die Kiste zum Hacken. Ja, so geht's easy nach oben. Nächster Stock. Strumpfwaren und Wiederwaren. Okay, was haben wir hier? Analysis. There are two blocking devices on this floor. Proposal. Hack into all blocking devices. Tja. Da wäre ich jetzt auch selber drauf gekommen. Duck. Eine Kiste. Boah. Das dauert. Okay. Ups. Ah, rum. Immer schön von hinten. Hallo, den einen noch da hinten. Was mache ich? Ich bleib da irgendwie mal hängen. So, eine Kiste haben wir. Die nächste. Da müssen wir noch runter. Wagemutig. Kommen wir hier auch durch? Jupp. Und nächste Kiste. Ah, bleib weg. Weiter im Text. Tonlage ja, ja. Super. Sehr spannend. Dahin werden separat aufgezeichnet. Fehlerrate der Vielfaltsbildung liegt bei 7,21%. Ja. Okay. Ja. Sehr schön. That huge structure is some kind of launch platform. A structure that size could probably shoot something into space pretty easily. So this is some kind of cannon aimed at the human server on the moon? Insufficient data. Cannot confirm or deny. Damn it. Damn it. So. Analysis. There are three blocking devices on this floor. Yeah. And I hack into all of them, right?
Hey, er hat's auch geschnallt. Auch eher sagen können. Da geht's aber auch nicht durch. So wahrscheinlich, wenn wir jetzt. Ja, klar. Boom. Hacken abgeschlossen. So, Kiste 1 war das. Kiste 2. Da. Hallo? Irgendwie? Es hakelt gerade bei mir mit der Steuerung. Wollte teilweise überhaupt nicht dahin, wo ich will. Hallo? Hallo? Als würde man magnetisch angezogen. Das gibt's doch nicht. Also hier spinnt's gerade ein bisschen. So verschwitzt bin ich dann doch noch nicht mit den Flossen am Gamepad. So, jetzt aber. Zweite Kiste. Ne, da waren wir. Sagen, den Turm machen wir noch fertig. Und dann sollte es das eigentlich erstmal mit Part 7 gewesen sein. Ich hoffe, hier kommen nicht noch allzu viele Türme. Ich habe jetzt gar nicht mehr aufgepasst, wie viele es waren. Wie viele Schlüssel wir brauchten. Jeder Turm, ja, bei jedem Turm erhalten wir einen Schlüssel. Um dann in dieses spacige Teil reinzukommen, was da in diesem großen Krater steht. Wobei, das waren drei Teile, ne? Da müssen das ja eigentlich drei Schlüssel sein, also drei Türme, wenn wir Glück haben, kommt nur noch ein Turm danach. Jupp, und Kiste. So, das folgende Dokument beschreibt die letzten Phasen von Projekt Joha. Beachte, dass dieses Dokument in Vertraulichkeitsstufe S markiert ist und keinem Joha-Mitglied gezeigt werden darf. Einschließlich die Hintertür des Bunkers darauf programmiert, sich zu öffnen, sobald alle gesammelten Kampfdaten auf die Modelle der nächsten Jahre. Ich halte das jetzt gerade ein bisschen länger hier, falls das jemand lesen möchte. Boah, ich lese so Sachen meistens immer diagonal. Blackbox ausgerüstet. Das Menschen ist Androiden und Standard KI auszurüsten, wenn die Essenzen bei Lightium bestimmt sind. Blackboxen haben einige Joha-Einheiten feindselig gemacht. Boah. The Joha Black Box Circuitry. It's made from cores from the machines? That's. No, no. That can't be true. So.
S9 versteht die Welt nicht mehr. Mit den Augen zu hat man natürlich jetzt auch nicht so den Durchblick. Okay. Alles ruhig. War es das? Hallo? Niemand hier? Dup, 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 dup. Nö. Nur hacken, ne? Hacken. Aha. Systemüberprüfung abgeschlossen. So, das sieht ein bisschen anders aus. Gut. Klock, 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 klock. Ein langer Weg. Was geht vor? Mein Körper. Das sind meine Erinnerungen. Aber warum? Eine Fotogalerie. Und da steht jemand. To be. Ja, yeah, wir sehen To be wieder. Aber hologrammartig. Das sind die Daten von To be. Ich weiß, dass es nur Erinnerungen sind. Und trotzdem. But still. No, don't. Nein, nicht. Nicht tun. Don't do this. Verdammt! Stop! Boom, dann haben wir Lego-Männchen wieder. Bleib aus meinen gottverdammten Erinnerungen. Die gehören mir und nur mir. Okay, okay. Heck, nicht erwischt. You're going down. Dich mach ich kalt. Oh, musst du doch nicht mehr hacken. They're mine. My memories. You hear me? Also die Sprecher sind echt verdammt gut, aber ich würde sagen, das war's mit Teil 7. Also, wir sehen uns in Teil 8, hoffe ich doch. Bis dahin, macht's gut und ciao, euer Darkwire.